Hallo und herzlich willkommen zurück zu Yu-Gi-Oh! So, und wir fangen gleich direkt an, so wie letztes Mal auch, und verlieren erstmal, wie letztes Mal auch. Oh, und ich darf aber anfangen, das ist aber lieb von meinem Gegner. So, setzen, setzen, zu betten. Das wird ganz spannend eigentlich, finde ich jetzt, also Korf und so auf den Gejagten. Steile Hand, also. Wenn ich jetzt noch ein Dingens aufs Spielfeld kriege. Ne. Ah, vielleicht hätte ich lieber ihn spielen sollen. Egal. Was ist ja nicht so schlimm, wenn ich Barriere-Resonate gespielt habe. Weil den kann ich auch so wiederbeleben. Aber er ist sehr vorsichtig. Und wieder einen Framerate zu haben. Alexandrit-Drache. Okay, das ist jetzt irgendwie gerade ganz schön cool, was ich hier so gezogen habe. Versuchen wir einfach mal den hier zu beschwören, mal gucken, was er sagt. Nichts. Versuchen wir mal den hier zu beschwören, mal gucken, was er sagt. Cool. Wir holen jetzt einen Sternstoffdrachen. Greifen mit diesem aber nicht an. Ja, setzen wir die Karte auch noch. Wir lassen es erstmal. Mal gucken wir mal, was unsere Gegner so gegen uns. Also ich habe jetzt schon eine Combo im Kopf, ey. Die tut weh. Die wird richtig weh tun. Für den Typen, der uns gegenüber steht, wird die richtig dolle weh tun. Versuchen wir es einfach mal, den majestätischen Sterndrachen zu beschwören. Also. Main Phase 1, leider kann ich... So, setzen. Jetzt auf Erbus keine Synchro-Beschwörung machen. Oder was auch immer, nichts Y mal zu beschwören oder so. Er hat die Runde echt beendet. Okay. Ich beschwöre jetzt den majestätischen Sterndrachen. Mir jetzt Wumpe. Oh. Das war so gut anfängt hier, das Duell. Das hätte ich nicht gedacht, dass ich hier den majestätischen Sterndrachen mit meinem Synchro-Deck beschwören könnte. Soll der ruhig was machen, dann aktiviere ich einfach den Effekt von majestätischer Sterndrache. Nö. Vom majestätischen Sterndrache. Ja, natürlich möchte ich eine Kette anhängen. Wir nehmen Sternstoffdrachen. Und wollen wir noch eine Kette dranhängen? Ich habe nur einen neuen Monster und das kann ich nicht gebrauchen. In dem Zug. Aber eigentlich sollte der Effekt von majestätischer Sterndrache jetzt das gesamte Feld des Gegners leeren. Genau. Genau so sollte das dann aussehen. Und jetzt kann ich mit dem Sternstoffdrachen angreifen. Jetzt müsste es eigentlich auch möglich sein, dass mein majestätischer Sterndrache gleich wieder auf meine Spielfeldseite zurückkommt. Oder? Mal gucken, vielleicht auch nicht. Ja, Spielzug. Da darf ich mir jetzt aussuchen, was ich mache. Ich aktiviere natürlich den Effekt von Sterndrache. Und ich muss leider auch den Effekt hiervon aktivieren. Kann ich majestätischer Sterndrache rufen? Mach mal. Einfach im Spielzug kannst du einen. Ach, dann beschwören wir einfach nochmal majestätischer Sterndrache. Also, wenn er mich schon so fragt, ne? Dadurch wird jetzt schwerer Sturm deaktiviert. Und am Ende des Spielzuges müsste eigentlich mein Dingensdrache wiederkommen. Jetzt kann er von mir aus 1000 Effekte aktivieren.
Misswegen das Monster, das ja gestern. Während deiner Endphase lege diese Karte das Deck zurück und beschwöre alles. Okay. So läuft das also. Ja, dann spielen wir jetzt hier Soul Mode Activated und so, würde ich sagen. Setzen. Den hier setzen wir Verteidigungsmodus. Battle Phase. So, End Phase. Klaro. Angriffsmodus aktivieren. Bam. Recht herzlichen Dank. Ich liebe diese Karte. So, dann beschwören wir einen 8-Sterne-Monster, würde ich sagen. Willst du die Effekte vom Synchronisierer benutzen? Natürlich möchte ich das. Und ich hole zurück den hier, den kleinen. Ups. Vergiss es. Natürlich möchte ich eine Karte anhängen. Und zwar meinen Sternstaudrachen Angriffsmodus. Bam. Dankeschön. So, dann flippen wir den. Den holen wir uns. Den beschwören wir. Ist zwar nicht der stärkste, hat aber einen schönen Effekt. Dash. So, willst du Effekt nutzen? Klar. Die beiden Ruf der Gejagten sind eh überflüssig momentan. Ja. Und jetzt gibt's volles Fund aus Mauern mit Gerümpel. Zerstörer. Und am Ende meines Spielzuges kommt hoffentlich ein Monster wieder zurück. Was ich jetzt hoffe. Willst du Sternstoffer-Angriffsmodus Effekt nutzen? Natürlich will ich das. Kommt er nämlich jetzt zurück auf mein Spielfeld. In die Angriffsposition natürlich. Bam. So spielt man. Mit Synchromonstern. Und ich spiele mit Synchromonstern. Ja, das war's dann jetzt, glaube ich, auch im Endeffekt. Ich weiß jetzt nicht, was der noch viel machen will, der Typ. Battleface. Angriff mit. Störer. Das war nur ein V-Tiger-Jet. Und Angriff mit. Sternstopp. Rache-Angriffsmodus. Und damit besiegte ich One Virus. Oder ohne Virus, eins zu beiden. So. Erste Duell, also das zweite Folge Duell gewonnen. Freue ich mich drüber. Und für euch, ihr könnt mir jederzeit Deckvorschläge senden. Oder wenn ihr möchtet, könnt ihr auch gegen mich spielen. Ihr müsst bloß dann halt in die Kommentare schreiben. Hier, ich habe ein cooles Deck für dich. Oder hier, ey, lass uns mal zusammen zocken. Und ich versuche dich fertig zu machen. Und dann mache ich dich trotzdem fertig. Oder so in der Richtung. Ja, auf jeden Fall freue ich mich, dass ihr zugeschaut habt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.